Einen wunderschönen guten Tag und willkommen im Finale von Train Mechanic Simulator 2017. Ich bin Captain Knorke und wir begeben uns zum Auftrag Nummer 25, der wahrscheinlich letzte, laut Auftragsliste 25 von 25. In der Lokomotive kam es zu einer Explosion im Kessel. Das klingt aber gar nicht gut. Der Kessel sowie die umliegenden Elemente müssen von Grund auf repariert werden. Ein großer Teil der Geräte und Rohre im Führerraum muss auch repariert werden. Okay, das heißt viel zu tun, viel zu schrauben und wow. Das ist ja fast wie das Teil aus dem Museum. Das wird eine Menge Schrauberei werden, würde ich mal behaupten. Im Führerraum muss auch einiges ausgetauscht werden, wurde gesagt. Gehen wir gleich mal zum Führerraum rein. Ich wäre ja fast dafür, dass wir einfach alles auseinandernehmen, aber ich glaube, das ist dann nicht ganz so in Ordnung. Diagnose. Ja, guckt mal. Also ich würde fast behaupten, dass wir tatsächlich komplett das Ding auseinandernehmen. Weil Zeit sparen hilft dir, glaube ich, nicht. Das Ventil hätte ich ganz gern. Okay, gehen wir noch in den Auftrag. Wie viel ist denn im Führerraum defekt? Okay, vier Sachen haben wir gefunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen sind noch kaputt. Der Hahn. Der Hahn. In Ordnung. Das hier sieht leicht beschädigt aus. Ja, ist es auch. Der hier scheint aber in Ordnung zu sein. Richtig. Nur noch ein bisschen rauszoomen. Gucken mal die Ventile an. Guck mal, da haben wir noch eins. Da hat es wohl leicht Kabumm gemacht, ne? Großes Badaboom. Die Rohre scheinen aber soweit in Ordnung zu sein. Ne, das da nicht. Das sieht aber noch gut aus. Okay, was fehlt uns jetzt noch? Es fehlen immer noch ein, zwei, drei Teile. Das da scheint leicht beschädigt zu sein. Ja, das heißt, da haben wir noch zwei Teile. Was ist mit dem hier? Okay, ein Teil fehlt noch. Ein Teil ist noch angetuddelt. Allerdings ist das ein bisschen schwieriger zu finden, offensichtlich. Also es ist nicht offensichtlich, das Teil. Deshalb gucken wir hier einfach mal durch. Denn irgendwo muss es ja sein. Also theoretisch könnte es ja auch das Rohr hier sein. Das ist aber nicht. Und das hier. Ah, okay. Damit haben wir alle. Ich würde sagen, wir hauen die Teile auch gleich raus. Ja, das ist ein bisschen doof, dass er mir das jetzt nicht anzeigt. Muss ich immer erst hingehen, um das zu sehen. Okay, das muss raus. Die Rohre müssen sowieso raus. Ja, hätte ich ja auch gleich alles aufbauen können. Ohne Diagnose. Weil viel sehen tue ich ja hier sowieso nicht. Was ist noch defekt? Ich glaube, der Hebel. Der Hahn. Das Teil muss weg. Das Teil muss raus. Diagnose. Okay, dann muss das die Leitung weg. Das schalten wir halt hin und her. Puh, kann ich auch. Habe ich doch kein Problem mit. So, hier der Hahn ist noch. Der Hahn ist noch. Warum kann ich den nicht? Achso, ich bin im Diagnosemodus. Der muss weg und dann ist Diagnostik das Teil. Dazu müssen wir natürlich die anderen Teile auch noch entfernen. Aha. Eins, zwei, drei. Diagnose. Ich glaube, wir haben alle Teile. Sehr schön. Das wäre damit erledigt. Dann. Ja, der Kessel. Da müssen wir wahrscheinlich massenhaft abbauen, bevor wir den Kessel hier entfernen können. Alles an Rohren muss hier entfernt werden. Zählt das noch zu unseren Teilen mit? Hier drüben haben wir noch ein Rohr. Geht auch weg. Kriegen wir das Ding jetzt ab? Ja. Da unten ist noch ein Rohr. Drüben muss auch noch abgezogen werden. Zählt das noch? Da ist noch was, was rot leuchtet.
Auch weg, kann ich weiter rausspulen? Ja, hier vorne. Dann muss das hier noch weg, das Joch. Die Jochhalterung. Hier drüben sind immer noch Rohre, wow. Das ist schon reichlich. Wir haben noch eine Glocke. Ein Läutwerk. Nicht Glocke, Knorke, Läutwerk. Okay. Okay. Okay, dann jetzt auf zur anderen Seite. Tada! Das gleiche Spiel nochmal. Da muss jetzt auch erstmal alles weg. Rohr. Rohr. Warum kann ich das Rohr nicht hier? Das hier jetzt. Weil er so klein ist und der Knorke hat Knüppelpfoten. Da geht das nun mal nicht immer. So, dann muss das hier weg. Was nicht geht. Dann ziehen wir das Joch weg. Und den hier. Dann haben wir hier noch ein Röhrchen. So, dann bitte auf die andere Seite. Wow. Okay, M. Der Kessel. Hier haben wir alle Teile. Hier haben wir auch alle Teile. Auf jeden Fall haben wir die jetzt fast komplett auseinandergenommen, ne, wie man sieht. Dann würde ich sagen, sprinten wir mal ganz kurz zur Reparatur. Fangen einfach mal bei Elektrik an, obwohl da haben wir, glaube ich, gar nichts bei Elektrik. Ja, ist ein bisschen schade, aber ja, wird halt nicht gebraucht. Hydraulisch. Hydraulisch haben wir reichlich. 66%. Haben wir hydraulisch nicht erfunden, hat? Nee, ne? Hydraulisch haben wir nicht erfunden. Wir haben Elektrik lieber auf 100 gemacht, ne? Was natürlich völliger Quark wäre. Wir hätten hier tatsächlich auf Hydraulik gehen sollen. Jetzt reiten wir uns wahrscheinlich in die Pleite. 66%. 34.700. Das ist ein teures Teil. Der Kessel. Halt, Hydraulik. Nein, ich muss zur Hydraulik. Jetzt bleibt doch nicht hängen. Spiel. Ich muss es nochmal hier zumachen. Komm, wir müssen zur Hydraulik. Da ein Kessel. Und zwar kein Kessel buntes. Kennt ihr nicht, ne? Schön. Okay, ich repariere es bei der Hydraulik, aber finde es hier nicht. Willst du mich gerade veralbern? Moment, wie heißt das Teil? Es heißt doch direkt Kessel. Wieso finde ich das? Wieso finde ich keinen Kessel? Gilt er als Motorteil, der Kessel? Der kostet 44.000. V3 48.000. 44.000. Entschuldigung. Ja, der ist doch besser. Kessel. 10.000 mehr. Unser Budget liegt bei 95.000. Das heißt, die Reparatur könnten wir... Wir kaufen den Kessel einfach. Ist, glaube ich, ganz gut. Wir kaufen den Kessel. Wenn ich geguckt, ist das ein normaler Kessel gewesen? Meine Güte, Herr Knorke, gucken Sie doch mal genauer hin. Ja? Gucken Sie doch mal genauer hin. Das ist ein ganz stinknormaler Kessel. Jetzt kaufen Sie dieses verdammte Teil. Und, Moment, wir gucken mal, was würde denn am Verkaufspreis bringen? Nicht besonders viel. Dann hätten wir aber tatsächlich schon... Na ja, komm, verkaufen. Ja. Ab zum Tablet, Motorteil, filtern, Kessel kaufen, Warenkorb, bestellen. Danke. So. Na, das, ich wollte jetzt das Risiko einfach nicht eingehen, weil das ist ein bisschen arg. Das heißt, wir werden jetzt auch tatsächlich nur die Teile reparieren, die auch wirklich nötig sind. Keine zusätzlichen Reparaturen, ne? 88% völlig ausreichend. Müssen wir nicht. Einfach nur, um das Risiko zu vermeiden, dass wir nicht mehr im Budget sind. Das wäre sehr traurig. Also weil ja einige Reparaturen auch ziemlich kostenintensiv sind, wie ich hier sehe. Wäre ein bisschen, wäre schade. Wenn es daran scheitert. Im Prinzip haben wir jetzt praktisch schon 9.000 etwa ausgegeben. Weil wir nicht so risikofreudig waren.
Wir hoffen einfach mal, dass das gut ist. Es war wirklich, im Nachhinein betrachtet, war es wirklich blödsinnig, auf die Elektrik den Tisch zu reparieren, weil Elektrik haben wir ja hier sowieso nicht mehr. Bis auf ein paar Lämpchen. Aber da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Dann wäre das wahrscheinlich 100% gewesen. 100% Chance. Dann könnte ich wahrscheinlich alles reparieren. Jetzt auch nochmal 100. So, und dann gehen wir jetzt mal zur Mechanik. Da haben wir ja wohl auch noch den einen oder anderen. Nee, haben wir nicht. Das Elektrik, was wir da noch haben. Was? Habe ich mich verguckt? Ich dachte, wir hätten noch ein paar Teile, die repariert werden müssten, aber wir haben alles ist repariert. Okay. Dann beten wir einfach mal, dass Hydraulik, ne, ihr wisst schon, dass das alles so seinen Gang hat. Gehen wir in den Montagemodus, bauen wir gleich mal den teuren Kessel ein. Das teuerste Teil, guck mal, sieht aus wie neu. Liegt wahrscheinlich daran, dass er auch neu ist. Das mit den Rohren wird jetzt natürlich noch ein bisschen verzwickt, habe ich das Gefühl. Dass wir wirklich alle Rohre dran finden und dran knippern können. Bauen wir den Kompressor noch dran. Was er mir hier anzeigt an Rohren, die ich gar nicht sehen kann. Das wird wahrscheinlich noch sehr knifflig für mich. Ich baue einfach erstmal die dran, die ich erkennen kann, die ich sofort sehe. Rohr des großen Tanks. Ja, das ist gar nicht so leicht. Das ist jetzt nicht so leicht. Aber hier oben ist, glaube ich, noch irgendwas. Griff. Gehen wir auf die andere Seite, setzen den Kompressor hier drüben ein. Ja, guck da mal. Schau mal an, guck da mal da. Hier ist noch was. Rohr des großen Tanks. Rohr 2. Müsste auf der anderen Seite ja auch noch sein. Hier. Ganz schwach zu erkennen. Hier ist doch noch Platz für ein Rohr, bitte. Hier müsste aber auch noch. Seht ihr das? Hier ist doch noch was. Aber ich sehe hier nichts. Die Teile sind ja dran. Ist das hier vielleicht drunter? Das kann noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Wie gesagt, wir backen erstmal die dran. Wir backen vor allen Dingen. Wir packen erstmal die dran, die wir hier sofort sehen. Hier ist da auch noch irgendeine Verbindung und ein Verschluss gewesen. Habe ich doch gerade gesehen. Hier ist Glöckchen. Das Läutwerk. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Guck mal hier, da ist doch. Hier hängen doch noch Sachen dran. Oder sind das die Teile hier? Sind das die Jochhalterungen? Vielleicht muss vorher noch was anderes dran gebaut werden. Guck mal, hier haben wir noch ein Rohr des großen Tanks. Was fehlt jetzt noch? Auf der anderen Seite. Irgendwas ist hier noch auf der anderen Seite. Irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Da. Rohr zum Hauptbehälter. Das ist wahrscheinlich hier doch diese Jochhalterung. Wäre durchaus möglich. So, dann haben wir jetzt aber hier noch Rohre, an die ich nicht so leicht rankomme, offensichtlich. Nur mit Trick 17, 18 und 19. Ist da noch ein Rohr? Auf der Seite habe ich jetzt alle Rohre, dann müssen wir jetzt einmal nochmal wechseln, rauszoomen. Rauszoomen geht nicht. Ich muss versuchen, von der Seite hier überall ranzukommen. Das ging. Das ging auch. Und eins fehlt doch noch. Das hier, Rohreinsatz. Okay. Also, es ist jetzt gar nicht mal so leicht. Ich sehe jetzt auch nicht, dass noch irgendwas fehlt. Was habe ich hier noch bei mir drin? Reichlich. Aber ich glaube, das zählt. Ne, ich habe hier noch Rohrsatz. Ich habe hier noch Rohrsätze.
Wir müssen noch irgendwo Rohre dran zwirbeln. Halt, Moment, das kann doch alles vom Fahrer sein, weil die Führerkabine, die hat ja auch Rohre gehabt. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal und gucken mal, was am Ende übrig bleibt. So wie es jeder professionelle Mechaniker macht, ne? Erstmal dran bauen und dann am Schluss gucken, was übrig bleibt. Und die Teile am nächsten Kunden verkaufen. So, hier ist noch ein Rohr, sage ich doch. Wir brauchen auch ein paar Rohre, die wir hier einsetzen können. Und hier kommt noch ein Rohr nach unten, oder? Ne, Ventilhahn, Kabel, ne? Leitung, Leitung. Leitung! So, dann gehen wir hier ein Stück ran und guck mal, hier hätten wir noch einen Rohrsatz 6, brauchen wir nicht. Den Ventilhahn, den hier. Dann haben wir hier noch die zwei Ventile. Eins, zwei. So, was fehlt jetzt noch? Hier sind noch Rohre. Einmal I. Wir haben noch ein Ventil hier oben. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Hier ist nichts mehr da. Ich mache mal kurz Escape. Gehen wir kurz in den Auftrag rein. Wir sind tatsächlich noch innerhalb des Budgets. Und wir haben den Auftrag tatsächlich beendet, meine Freunde. Das Finale, würde ich sagen. Vorne sieht es jetzt nicht so hübsch aus, ja. Das hätte man vielleicht auch noch austauschen können. Wir haben ja noch vom Budget her, haben wir ja noch na, knapp 20.000. Aber wir haben das Spiel durchgespielt, Freunde. Wir geben den Auftrag ab. $3.200 bekommen. Fortfahren bitte. Und was passiert jetzt? Wir laden. Moment, was passiert jetzt? Was? What? Was passiert jetzt? Kaufen Sie das DLC. Nur heute. Für Sie. Ich bin leicht gespannt, was da jetzt kommen sollte. Vielleicht auch im Vergleich die unendliche Geschichte, der unendliche Ladebildschirm. Weil ein Outro wird es ja nicht geben, weil das ist ja keine Story, das wäre ja Quark, wenn es hier ein Outro gibt. Vielen Dank für das Spiel. Moment. Wahrscheinlich für das Spielen, oder? Ihr bedankt euch doch nicht bei euch selbst, oder? Oh, guckt euch an. Das gibt doch tatsächlich, naja, ein Outro nicht, aber es gibt Credits, Freunde. Credits vom Spiel. Es ist ein ganz leichtes, leises Summen zu hören. Das hört ihr wahrscheinlich nicht, weil ich das alles ziemlich runtergedreht habe. Ich musste auch jedes Mal beim Neustart des Spiels, musste ich die Musik wieder komplett ausmachen, weil die jedes Mal an war. Aha. Okay, das ist eine Zone. Ich wollte gerade sagen, die sehen wir nicht, aber hier ist doch tatsächlich ein Zug, der noch fährt. Ich sag mal so, das, was ihr nicht hört, das ist ein Summen. Keine Ahnung. Das ist das, was gerade so gespielt wird. Ich lasse noch bis 20 Minuten laufen und dann werden wir das beenden. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Danke fürs Reinschauen. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein weiteres Spiel ja, quasi durchzuspielen. Klingt komisch bei den Simulationen, aber. Ich habe es auch bei Train Mechanic Simulator, allerdings konnte man da ja noch die Custom Cars machen. Aber was willst du denn hier machen? Custom Trains klingt ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ne? So, Speziallackierung, mehr Power Motor und so. Gut, aber wir sind gleich bei den 20 Minuten. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und
Wer weiß, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut, euer Captain Knorke.